Das mache ich einmal. Bombenschaden und Vitalität 20. Okay. Sehr schön. Wir stehen wieder kurz vor dem nächsten Level ab. Aber warum hat er uns jetzt nicht bis dahin teleportiert? Das ist scheiße. Wo muss ich immer laufen? Ich will nicht mehr laufen. Ich hasse laufen. I hate laufen. Laufen ist scheiße. So, geht nur da vorne. Und bei Proximo. Wie auch immer Proximo nochmal war. Das Leben geht bisweilen seltsame Wege. Ja, Vor ne? einigen Jahren habe ich gegen die. Ich dachte, du wärst größer. Wie dient es sich unter? Kein Grund zu und Neugierigen. Okay, das hat nur schon. Ich muss jetzt irgendwo Proximo finden. Ich hatte einen Freund in Riva, aber der ist tot. Du hast doch so erzählt. Frage ist, ich weiß nicht, wo Proximo ist. Wo kommst du denn jetzt her? Ja, das wüsstest du gerne, ne? Ist nass, Odo. Meister Miron. Rondo. Nass. Dekionhändler. Reliquien, Arte. Hast du Asche von Sabrina, alles, was das Herz begehrt. Das sind aber keine Reliquien, die er da hat. Für wen arbeitet der Hexer? Missgeburt. Und dann... Und irgendwann habe ich auch herausgefunden, wo der Typ ist. Wird mir halt leider nicht angezeigt, ne? Guten Tag. Proximo. Ritterturniere sind nur was für richtige Männer. Hier der Auftrag. Ich komme wegen der Mode heute. Und wie steht es mit Ihnen? Sie vermodern. Ah, sehr gut. Sie hatten etliche Patrouillen ausgelöscht. Hier hast du deine Belohnung. Als aber der Prophet Majoran. Gut, dann haben wir das auch.
Ich glaube, alles andere gehört eigentlich zur Hauptstory, ne? Das mit dem Pokern. Ich habe keine Ahnung, wo der Pokertyp hier hin ist. Nicht der menschlichen Gattung zuzurechnen ist. Sie ist ein Homunculus. Ein Homunculus? Was ist denn ein Homunculus? Der König ist beschäftigt. Komm heute Abend wieder. Ach komm, licker flott. Warten. Der König ist beschäftigt. Ich kann komm nur für dich hoffen, wieder, dass du kein Soldat bist. Es ist doch schon Abend. Homunculus, menschenähnliches, künstlich erschaffenes Wesen aus Magie. Ah, okay. Danke schön, Maluna. Also den Begriff habe ich schon mal gehört, aber ich habe mich immer gefragt, was ein Homunculus bitte sein soll. Der König ist beschäftigt. Komm heute Abend Leck wieder. Mich am Popo. Danke. Gut, dass du da bist. Heute Morgen ist ein Bote aus Redanien gekommen. Echt? Vorlesen. Der König von Redanien, Radovid der Fünfte, Sohn des Wisimir und der Hedwig von Maleore, Erbe von... Zur Sache! Es entspricht nicht der Wahrheit, dass Temerien nach dem Tode von König Foltest ohne... Es trifft nicht zu, dass Foltest keinen rechtmäßigen Erben hinterlassen hat. Und wer erbt nun? Königin Adda, Tochter des Königs Foltest, Gattin des Radovid. Adda? Wo doch jeder weiß, dass sie die Frucht von Blutschande ist. Geralt, soviel ich weiß, lastet doch ein Fluch auf ihr, nicht wahr? Ja. Stimmt. Foltests Tochter war eine Striege, aber ich konnte den Fluch aufheben. Sonst wäre eine Ehe mit Radovid auch schwer vorstellbar. Mir scheint, du hast den Fluch schon zweimal aufgehoben. Mhm. Der Fluch ist aufgehoben, Majestät. Das würde ich gerne glauben. Adda könnte neuen Appetit auf Menschenfleisch entwickeln. Nein. Bestell König Radovid, dass ich nicht daran denke, ein Monster mit einem Königstitel zu ehren. Und wenn Redanien nicht will, dass... Was ist hier los? Wache! Das sind tolle Wachen, ne? Also die Wachen sind in dem Spiel echt grandios. Grandios. Top. Top-Wache. Und weiß ich, wo die ihre Wachausbildung gemacht haben. Und dass sie das auch nicht gehört haben in dem Zelt. Naja, okay. Gut. Kein Kommentar dazu. Ja, klar, gleich zwei. Ich erinnere mich an den Kampf. Ich weiß, wie scheiße ich ihn damals fand. Aber damals war ich noch nicht überlevelt. Oh. Überlevelt, hä? Ich nehme mich mir als erstes vor. Ich habe übrigens auch keine Getränke genommen, meine ich. Okay, ich nehme den hier vor, der ist easy. Haha! Hey! Ich wollte gerade Platz machen. Ach, ich liebe die Szene. Ich habe übrigens vergessen, in der kompletten Zeit Screenshots zu machen. Das muss ich umso mehr machen. Muss ich halt welche nachholen? Das sind die letzten 3,5 Stunden. Was waren denn das für welche? Die wollten mich doch glatt umbringen. Mich! Verfluchtes Bordell! Hexer! Wir müssen reden. Detmold sagt, du bräuchtest dieses Medaillon. Du hast mir das Leben gerettet. Und ich bin durchaus nicht so undankbar, wie man immer behauptet. Schade, dass wir keinen von ihnen lebendig erwischt haben. Nicht heulen, Tankerville. Auch Tote können auspacken, wenn man weiß, wie man es anfangen muss. Ich weiß genau, wie man das anfängt. Totenbeschwörung ist verboten.
Solange die Bruderschaft nicht existiert, kann man schwerlich behaupten, irgendwas sei verboten. Was sagen denn eure Majestät dazu? Ich will restlos alles erfahren. Und wenn du den Toten dafür besteigen musst. Die Totenbeschwörung, mein Herr, ist dasjenige Gebiet der Magie, das... Einerlei. Du machst einfach das, was nötig ist. Auf mich müsst ihr verzichten. Wie sagt man so schön? Frauen haben lange Kleider, aber kurzen Mut. Hexe, ich brauche deine Hilfe dabei. Du weißt, wo du mich findest. So geht das schon ewig. Das Fräulein schmollt und grollt bei jeder Gelegenheit, kennt keinen Respekt vor ihrem König. Als wäre ich ein notgeiler Knecht. Nicht jeder Zauberer ist von der Art eines Detmold, dem der Sinn danach steht, in Leichen zu wühlen. Solange sie in meinem Heerlager weilt, hat sie gefälligst zu tun, was ich ihr auftrage. Ja, geh! Detmold kaut sich vor Ungeduld sicher schon die Nägel weg. Bestimmt tut er das. Und noch ein Level up. Und ich wundere mich, warum ich überlevelt bin. Ich möchte das hier haben. Das ist hier Detmold. Das kriegen wir hin. Wo muss ich hin? Nach da ganz hinten. Wäre ja auch zu einfach. Lauf, kleiner Geralt, lauf! Schau, das läuft doch in Ordnung? Wunderbar. Na und? Die haben doch bei jeder Rebellion. Geralt von Riva, bereit für die Fahrt deines Lebens? Ohne mich kommst du also nicht zurecht? Du bist ein Mutant, ähnlich wie der Mörder. Jeden gewöhnlichen Menschen würde der himmelblaue Traum des Hanma Vyn umbringen. Du brauchst einen Trank, der die Leistungsfähigkeit des Herzens steigert und das Kreislaufsystem stärkt. Am besten hat er noch halluzinogene Eigenschaften, damit du mehr siehst. Ein Erpel müsste es tun. Bevor es... Gönn dir eine... Ein Erpel! Wie ist denn ein Erpel her? Ist ein Erpel nicht eigentlich eine männliche Ente? Als Entenhaus. Ich meine ja nur, ist ein Erpel nicht eine männliche Ente? Aber okay. Ja, ist es okay. Bin ich ja doch nicht ganz so blöd. So, wo krieg ich jetzt einen Erpel her? Wieso, deshalb kann Gerard den Erpel sagen, ja, schön. Ja, aber... Ja, gut, ich habe ein kleines Problem. Ich kann den Trank nicht herstellen, weil ich den nur aus Flotsam kriege. Und das beim ersten Kapitel. Ich habe das Ding aber nicht gekauft. Oder kriege ich den irgendwo anders her? Der Trank ist eine stärkere Version der Schwalbe. Erpel kann die Nebenwirkung kann man mit dem Trank neutralisieren. Ja, eigene Vergiftung. Ja, aber. Oder dem Reliquienhändler. Warte mal. Hä? Die Formel kann im Heerlager der Catwainer. Meister Miron. Okay, Meister Miron. Das wäre auch noch eine. Der Reliquienhändler hatte es auf jeden Fall nicht. Ich habe hier nachgeguckt. Meister Miron. Meister Miron. Ich möchte etwas kaufen.
Erpel, da. Ich kann hier aber allgemein ein bisschen was kaufen mal. Okay. Reaktion Alchemie. Erpel. Okay, mir fehlt Endriagengift. Verbena. Okay. Ja. Oder? Nee. Nee, fehlt mir nicht. Mir fehlt irgendwas Blaues. Irgendwas Blaues fehlt mir. Ja. Nee. Nee. Das hier. Nee. Hä? Doch, irgendwas Blaues. Cool. Äther fehlt mir. Was mit Äther? Mit Äther. Trigenum. Nicht genügend Geld, oh. Ja, gut. So. Weißt du? Tränke einnehmen. Und nicht auf Dings drucken. Trinken. Und weg den Scheiß. Ich bin bereit. Ach, wie schön. Der himmelblaue Traum ist schon was Besonderes, doch er lässt dich nur die letzten Stunden des Mörders nacherleben. Hoffentlich lohnt es sich. Gib auf jedes noch so kleine Detail Acht. Orte, Namen, einfach alles. Werde ich tun. Dann fangen wir an. Weg in der Sansala! Könnte ich mich gleich selbst verlaufen. Siehst doch mal so. Jetzt sind wir praktisch unauffindbar. Es sei denn, Hänsel greift Wergen trotzdem an. Hänsel greift niemanden mehr an. Du bist ein unverbesserlicher Optimist, Eber. Oh, da ist noch einer. Warum mit den Dingen hier oder mit den Leutchen hier sowieso nicht aufsammeln? Aber den Weg kenne ich. Den sind wir beim letzten Mal versehentlich gegangen. Aber die hier hätten so viele Harpienfedern noch, ne? Können sie gebrauchen. Die Harpienfedern. Wobei, nee. Das haben wir fertig. Vergesst es, ich habe doch keine Harpienfedern mehr. Ich hab doch mehr als genug.
Nur dezent müde. Aber ich will diesen Akt heute doch fertig machen. Wenn wir den Akt heute fertig kriegen. Ja. Dann wäre es auch nicht mehr ganz so viel bis zum Ende. Die letzten Abschnitte gehen recht fix. Tritt lieber genau in meine Fußstapfen. Ich liebe diese Fallen. Ich auch. Offenbar will Henselt uns möglichst weit entgegenkommen. Wie meinst du das? Na, er mischt überall in vorderster Reihe mit wie ein einfacher Soldat. Ich achte gleich wieder auf den Chat. Leto will ihn tot. Wie die anderen. Endlich ist hier mal was los. Sonst dämmern wir. Ich muss leider gerade aufpassen, wo mein Kompagnon hinrennt. Lieber unter Höhlenkoller ertragen, als von den Bütteln des Königs erschlagen zu werden. Dann sterbe ich hier nämlich gleich. Hast du plötzlich Schiss? Angeblich weicht Detmold Henselt nicht von der Seite. Und dann soll auch noch der Hexer im Lager aufgetaucht sein. Er ist allein. Wir sind zu dritt. Du weißt, was das für einer ist. Ich weiß, was er nicht mal kreuzweise kann. Mach dir keine Gedanken über ihn. Ich hoffe, es geht dir gut. Willst du wissen, über wen ich mir Gedanken mache? Triss Merigold. Wenn die Ausplauder das Schienen aus dem Weg schaffen. Sorry, besser schon am ersten Mal. Leto sollte sie kalt machen. Ja, das sollte er. Aber offenbar steht ihm der Sinn nur nach Königsmaul. Ich verstehe es direkt vor euch. Da seid ihr ja endlich. Das Heerlager wird behütet wie die Keuschheit einer Prinzessin. Mir soweit auch. Habt ihr was herausgefunden? Der weiße Wolf ist zusammen mit Vernon Roche eingetroffen. Offenbar ist er jetzt Henselts Laufbursche. Ein anderer Laufbursche wäre mir lieber. Solange sein Gedächtnis weg ist, sind wir ja vor ihm sicher. Ganz und gar nicht. Es macht ihn umso gefährlicher. Wir müssen vorsichtig sein nach dem Bruch mit Jorvid und seiner Bande. Und noch etwas. Sheila de Tankerville. Oh ja. Unsere Zauberin wird gefährlich. De Tankerville hat ihre Schuldigkeit getan. De Tankerville kann gehen. Wir werden sie nicht töten. Noch nicht. Du musst es wissen. Genau. Zuerst ist Henselt dran. Der hat absoluten Vorrang. Macht euch sofort auf den Weg. Und du? Ich gehe nach Loch Moin. Dort laufen alle Fäden zusammen. Seid vorsichtig. Dann sehen wir uns bald wieder. Leeren einen Krug Wein und lachen über alles? Wer weiß. Hi. So. Das Witzige ist, ich muss erstmal ein paar Speicherstellen löschen. Ich hab's doch noch nicht gefixt gekriegt. Witcher hat sich gerade erstmal wieder verabschiedet, weil zu viele Speicherstände im Ordner sind. Also, Speicherstände löschen. Das ist doch so schön. I hate Witcher 2. Vor allem, das Witzige ist, du kannst es halt einfach auch nicht in-game löschen, ne? Du kannst es einfach nicht in-game löschen. Das ist bis zum 2.3. Das sind manuelle Speicherstände. Den kann ich bis dahin löschen. Es geht gleich weiter, keine Angst. Ich muss halt, wie gesagt, erstmal ein paar Spielstände löschen. Das war ja die Warnung, die ich vorhin schon bekannt gegeben habe. Es ist halt einfach nur nervig. Einfach so nervig. Aber ich habe zumindest gefixt bekommen, dass die Speicherstände nicht wieder neu auftauchen. Also jetzt, wenn ich sie jetzt lösche, sind sie auch gelöscht. Das ist schon mal ein Riesenfortschritt im Vergleich zu vorher. Manueller Speicherstand. Dann müssen dahin gelöscht werden. So. Dann Papierkorb. Daten löschen. Schließen. Witcher 2 starten. Dann Krankenhausbesuch, ein paar Überlegungen und Witcher 2 gezockt. Sehr geil. Aber wieso denn Krankenhausbesuch? Hey, es hat echt zu lange durchgehalten. Ja, das muss ich sagen. Es hat jetzt fast 4 Stunden komplett durchgehalten. Ich bin stolz auf das Spiel. Also soweit habe ich es zumindest gefixt bekommen. Und ich habe ja gesagt, einmal darf es auf jeden Fall abstürzen. Sollte es dann noch ein zweites Mal abstürzen, machen wir am Feierabend.
crasht. Ja, Luna, du kennst das Problem. Es gibt halt den Bug in Witcher 2, zumindest am PC, wenn du zu viele Speicherstände hast, dass sich das Spiel dann, also dass das Spiel dann abstürzt. Weil halt einfach zu viele Speicherstände existieren. Problem ist, du kannst die Speicherstände auch nicht manuell löschen. Das heißt, ja, es steht zwar Delayed, es steht Delayed da. Egal welche Taste ich drücke, es löscht diesen Speicherstand einfach nicht. Und wenn ich hier drauf gehe, funktioniert halt auch nicht, weil, ne, ist halt deaktiv. Also ich kann die Speicherstände nicht so in-game löschen. Ich muss also immer raus aus dem Spiel, Speicherstand löschen, beziehungsweise die ganze Zeit drunter scrollen, bis ich dann halt die Speicherstände habe. Papierkorb leeren und dann geht's wieder. Dann sieht das hier wieder halbwegs fit aus. Jetzt ist die Frage. Okay, von 23:36. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich die Schleichpassage nochmal machen. Ja. Okay, die Szene müssen wir leider nochmal machen. Schade. Müsst ihr euch das nochmal angucken. Narbe, Narbe. Mein Ellbogen hat eine starke Prellung. Wie hast du das denn geschafft? Wie hast du das denn geschafft mit deinen Ellbogen? In diesem Nebel könnte ich mich gleich. Schlimmste ist, im Keller wärmt es sich halt gerade auch übelst auf. Jetzt sind wir praktisch unauffindbar. Oh, das heißt, einmal Ventilator. Hänsel greift niemanden mehr an. Du bist ein unverbesserlicher Optimist, Egan. Das passt. Oh. Oh, den ganzen Quatsch noch mal von vorne, ja. Weil es so lustig ist. Kann ich wenigstens... Okay, ich kann hier drin noch nicht mal speichern. Also jetzt muss ich hoffen, dass wir ohne Crash hier durchkommen. Ich bin angefahren. Hi. Ja, ja, ja. Denn aber froh sein, dass nicht noch mehr passiert ist. Ich wurde tatsächlich auch mal von, also zumindest von einem Auto mal angefahren. War lustig. Ist aber schon ein paar Jahre her. Habe ich noch in meiner alten Wohnung gewohnt. Der macht halt erstmal so die übelsten Verrenkungen. Bin ich auch nur Schmerzen, wenn nicht. Das ist gut. Also, auch trotzdem scheiße, dass du Schmerzen hast, aber gut, dass nicht mehr passiert ist. Junge, geh an die Tür. Mach die Türe auf. Lieber genau in meine Fußstapfen. Ich liebe diese Fallen. Ich auch. Offenbar will Hänsel uns möglichst weit entgegenkommen. Wie meinst du das? Na, er mischt überall in vorderster Reihe mit wie ein einfacher Soldat. Der pure Leichtsinn. Leto will ihn tot. Wie die anderen. Endlich ist hier mal was los. Sonst dämmern wir in unseren Höhlen nur dahin wie Fledermäuse. Lieber ein paar Höhlenkoller ertragen, als von den Büppeln des Königs erschlagen zu werden. Egan, was ist? Hast du plötzlich Schiss? Angeblich weicht Detmold Hänselt nicht von der Seite. Und dann soll auch noch der Hexer im Lager aufgetaucht sein. Er ist allein. Wir sind zu dritt. Du weißt, was das für einer ist. Ich weiß, was er mich mal kreuzweise kann. Mach dir keine Gedanken über ihn. Willst du wissen, über wen ich mir Gedanken mache? Triss Merigold. Wenn die Ausplauder das Sheila Demavent aus dem Weg schaffen ließ, gerät alles außer Kontrolle. Leto sollte sie kalt machen. Ja, das sollte er. Aber offenbar steht ihm der Sinn nur nach Königsmorden. Da seid ihr. So. So lacker. Das hatten wir jetzt alles. So, perfekt. Wie war euer Tag? Meiner war soweit gut. Hatten erst Besuch, dann sind wir ein bisschen
durch die Gegend gefahren. Über die Palisaden. Treffpunkt ist der Eingang zu den Grotten. Und dann habe ich gehört, dass ihr einen Teil also war ein schöner Tag. In den Höhlen unterm Lager gehortet habt. Psst, sollen das vielleicht alle erfahren? Ich weiß nicht, von wem du das hast, aber wenn du die Zunge hütest, bekommst du deinen Anteil. Dann gilt die Abmachung? Ja, doch, verflucht. Ich sag den anderen Bescheid. Das war meisterhaft gerade. Ich dachte, ich müsste mich hier dran vorbeischleichen. Komm zu dir. Was hast du erfahren? Sheila de Tankerville. Sie sprachen davon, dass Sheila ihnen beim Mord half. Sheila, sie war eben hier, als du in Trance warst. Sie sagte, sie wolle den zweiten Mörder verfolgen. Woran erinnerst du dich noch? Sie verstecken sich in den Schluchten. Da finden wir bestimmt den anderen. Unser Mann hier dürfte einen Schlüssel zum Versteck haben. Woran erinnerst du dich noch? Keine Zeit zu verlieren. Ich muss ihnen nach. Viel Glück, Geralt. Ja, hätte ich keinen Scheiße gebaut, wäre es noch mehr gewesen. So, also einmal zum Versteck. Das sollten wir ja auch hinkriegen. Das Schlimmste ist, dieser zweite Akt zieht sich einfach so enorm in die Länge. Also es ist wie bei Witcher 1 mit dem dritten Akt, oder? Was, der dritte? Nee. Nee, war der zweite oder dritte Akt, ich weiß nicht mehr. Das Leben geht bisweilen seltsame Wege. Vor einigen Jahren habe ich gegen die Nilfgaarder gekämpft. Ja. Denn... ist der weg gewesen? Ich glaube. Ja. Hier liegen die Harpien. Falls noch wer Harpienfedern braucht. Ja, jetzt wird es geschickt bekommen. Ja, stimmt. Was Schwerlinge, die brauchen wir noch. Ja, die Haarschleierlinge. Haben wir jetzt eigentlich den Schlüssel dafür? Das Medaillon warnt mich wieder. Ja, scheinbar. Oh. Ein Gargoyle. Au. Es war ein Gargoyle. Ich stand halt einfach mal so voll auf der Falle. Schon wieder das Medaillon. Und schon wieder ein Gargoyle. Und weg. Welche? Braver Geralt. Ah, egal. Kann ich vorher noch speichern? Ja, kann ich. Und hallo Golem. Golem, der nicht schlagen will. Okay. Geralt. Mörder. Serrit. Sheila wusste Bescheid. Sie will die Beweise vernichten. Was für Beweise?
Wir wollten dich nicht zurücklassen. Wovon redest du? Fast hätten wir... Stell dir das vor. Die wilde Jagd. Die Welt frei vom Ungeist des Krieges. September 1269, die Hydra-Schlucht. Nach dem Frieden von Sintra schlitzt man hier 53 Elfenoffizieren der Freehead-Brigade die Kehlen auf. Ihre Leichen wirft man in den Abgrund. Was die Reiter der wilden Jagd suchen, weiß ich nicht. 23. November 1269, Sintra, das Dorf, Kaltwasser. Die wilde Jagd hat ein neues Opfer, einen 11-jährigen Jungen. Den Eltern scheint das nicht viel auszumachen. Bin müde. 24. Februar 1270, ein Pass im Amuschgebirge. Ein Manticore, eines der seltensten und gefährlichsten Monster. Früher hätte ich die Jagd auf ihn als Herausforderung betrachtet. Jetzt ist er nur ein Hindernis. Doch mit seinem Fleisch und Blut werde ich in dieser Eishölle überleben können. 30. Mai 1270, Yaruga. Die wilde Jagd zieht nach Süden weiter. Seit ich sie verfolge, hat sie 23 Menschen entführt. Sie waren alle zwischen 10 und 20 Jahre alt. Außer Yennefer.